Also wir versuchen jetzt das erste Mal einen Abend hier auf die Bühne zu bringen, indem man drei verschiedene Einakter, also kürzere Ballettstücke sieht. Das ist etwas, was normalerweise in der Ballettwelt sehr, sehr häufig passiert, also im Prinzip im Gegensatz zu den Handlungsballettabenden, dass man solche drei Abende macht. Und mit einer Entscheidung, warum wir das jetzt machen, lag daran, dass wir im kleinen Haus sind und dass wir versuchen wollten, eine Nähe herzustellen zwischen dem Publikum und dem Tanz auf der Bühne. Denn im kleinen Haus haben wir bei uns wirklich den Vorteil, wie es in wenigen anderen Häusern in Deutschland überhaupt möglich ist, mal so nah dran zu sein und wirklich das mitzuerleben. Then not know.